Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers und wir sind hier schon knapp am Abgrund zum nächsten Level, aber ich will euch einmal eben zeigen, wie die Flammenstreifen aussehen. Jawohl! Und am besten nicht in ein anderes Level fahren, weil das wollen wir nicht. Wir wollen uns den Mescher vorknüpfen und ja, ihr habt richtig gehört, das... Was zur Hölle? Okay, unter uns ist Lava. Und wir haben das Spiel anscheinend ausgetrickst. Ja, das ist ja total psychedelisch hier. Wow. Okay, Leute, so fängt ein Part gut an. Puh. Ah, okay. Riegel sieht doch anders aus. Aber mein Fahrzeug ist unzerstörbar. Ich habe nicht richtig am Anfang gelesen. Willst du wirklich gegen mich antreten? Na Logo, kein Auto ist unzerstörbar. Das vielleicht schon. Herausforderung angenommen. Wow. Ah. Ah. Wer sagt denn, dass mein Fahrzeug ein Auto ist? Auf zum Rennen! Doppelausrufezeichen. Ja, das ist ziemlich unfair, finde ich. Deshalb auf und davon! Ja, der Mescher läuft ziemlich fix. Und deshalb sollten wir einfach schnell weg. Schnell weg. Ich weiß gar nicht, ob der Mescher auch... Ah, juhu! Bowling! Alle Neune! Oder ist das Kegeln? Keine Ahnung. Hier an dieser Stelle habe ich früher... Also, bei dem ersten Versuch, den LP... Autsch. Das LP aufzunehmen, habe ich mir Riesenfehler geleistet. Aber das wurde leider nicht aufgenommen. Und... Ach, shit! Wieso mache ich jetzt diese Fehler? Weg hier! Was zum... Was... Ach so, das... Seht ihr, wie schnell der Vieh... Das Vieh ist? Jo. Und jetzt müssen wir hier weg. Vorsprung. Wir haben 20 güldene Steine. Damit mehr als die Hälfte bereits geschafft. Hurra! Hurra! Bei uns ist... Nein! Was zum... Wie ich die Steuerung hasse. Und Fraps hat eine neue Datei angefangen. Vielen Dank. Hoffentlich kriege ich die jetzt noch. Wir machen den Weg frei Prinzip. Ja, wenn das mal nur so gut klappen würde. Hier bin ich rechts nämlich immer über die Lava gefahren und ich habe nicht mitgekriegt, dass ich ständig auf dem zweiten Platz war. Das war lustig. So, eine kleine Abkürzung. Unser Fahrzeug geht gleich hops, wenn wir nicht aufpassen. Na, das... Mann! Das regt mich auf! Komm, fahr! Meine Güte! Keine Haftung, ne? Ja, klasse. Die Kurve haben wir endlich mal gut mitgenommen. Und jetzt kommt es nur darauf an, die zu überholen. Aber wir sind schneller mit unseren über 120 km/h. So, wir sind vorne und das müssen wir jetzt einfach nur noch im Ball behalten. Hilfe.
Und unser Fahrzeug ist allerdings auch schon wieder halb Schrott. Habe ich gut hinbekommen. Ich kann eigentlich vom Glück sagen, dass Riegel keine Items benutzt. Oh Mann. Nein. Aber anscheinend haben wir das Rennen jetzt doch noch recht gut geschafft. Obwohl ich... Au! Au, au, au. Nein, 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 nein. Ah, jetzt mache ich auch noch so einen dicken Fehler. So, tschüss. Geschafft! Geschafft! Endlich! Und das auch schon beim ersten Versuch. Wow. Wie bitte? Das kapiere ich nicht. Wie hast du mich denn besiegen können? Oh, meine Nase. Mein Mac ist doch angeblich unschlagbar. Unzerstörbar ist nicht unschlagbar. Mach kaputt. Tja, das hat er nun davon. Sieht aus, als hätte Riegel den Schutzschildgenerator seines Macs abgeworfen. Was meinst du, Lego Sucks? Wollen wir uns den mal ausleihen? Warum nicht? Los, den schnappen wir uns, solange er weg ist. Rap. Mahlzeit. Siehst du, genau wie ich gesagt habe. Das ist ein Schutzschildgenerator. Der macht dein Auto viel stärker, Lego Sucks. Komm, fahren wir zurück nach Sandy Bay, Kumpel. Ich hoffe, Riegel hat nichts dagegen, dass wir uns das Ding borgen. Ich muss ihn zurückbringen, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Die Musik ist zu laut, wenn man ein Rennen gewonnen hat. Gute Arbeit, mein Freund. Du hast diese Welt geschafft. Jetzt solltest du nach Sandy Bay zurückkehren. Von dort aus kannst du in die anderen Lego-Welten reisen. Ausrufezeichen, wichtiger Satz. Oben links haben wir jetzt auch unseren tollen Schutzschildgenerator, den unser Fraps Sucks eben auch so schön für uns getragen hat. Leuchte in allen Regenbogenfarben. Hey Kumpel, brauchst du Hilfe? Ja, bitte einmal fix speichern. Genau, gespeichert. Und dann erforschen wir nicht die Welt. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Nee, wir müssen uns dafür bestrafen. Bestrafen wir uns. Bestrafung muss sein. So. Ja, gut, aber halt die Backen. Ich will zurück nach Sandy Bay. Da, 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 da. Interessanterweise ist hier eine unsichtbare Wand. Nee, ich will mich umbringen. Das geht leider nur nicht. Oh. Möchtest du nach Sandy Bay zurückkehren? Zurückgehen? Ja. Warum denn nicht? Ich fahre da aus purer Langeweile durch. So. Und jetzt können wir auch die nächste Welt. Und die nächste Welt ist für mich unbekannt. Ihr hört recht, an dieser Stelle ist das Spiel für mich blind. Weiter habe ich es nicht gespielt. Naja, jetzt wird vielleicht noch einiges dazukommen, was mich verwundern wird. Jetzt wird vielleicht noch einiges dazukommen, was ich nicht kenne. Bestimmt werden da Sachen hinzukommen, die ich nicht kenne. Wow. Hey, Lego Sucks! Sieht aus, als hättest du genug güldene Steine beisammen, um in die Arktik-Welt zu kommen.
Arctic World hört sich viel besser an. Möchtest du jetzt dorthin? Nee. Eigentlich nicht. Das Spiel wird dann blind. Dann weiß ich nicht, wie ich das dann in den Kommentar reinschreibe, oder wie ich das auf YouTube reinschreiben soll. Soll ich dann, ab hier wird's blind? Soll ich das dann nennen, Lego Racers 2 blind? Oder was? Keine Ahnung. Aber wir machen ja weiter.